Hallo zusammen, grüß Gott meine Damen und Herren, zu einem neuen Video für das Kapitel B6, zusammengesetzte Querschnitte. Da haben wir schon angefangen und wir haben auch die ganze Theorie dafür im Prinzip schon besprochen. Naja, nicht das Ganze, aber ein Großteil, sagen wir es mal so. Und wir machen jetzt im Wesentlichen ein relativ umfangreiches Beispiel mal dazu. Und dazu möchte ich Ihnen zuerst mal Produktunterlagen zeigen, weil dieses Beispiel ist dieser Träger, den habe ich auch als Muster, nur leider kann ich es Ihnen nicht in die Hand drücken, das heißt, wir müssen uns jetzt anderweitig behelfen. Und das ist jetzt hier ein T-Träger in Holzbauweise letztendlich und der ist zusammengesetzt aus verschiedenen Materialien. Das ist ja momentan unser Thema, also das heißt, was man sofort sieht, ist hier in der Mitte der Steg. Das ist eine USB-Platte und oben und unten habe ich den sogenannten Gurt oder Flansch. Stahlbauer würden sagen Flansch, Holzbau sagt man eher Gurt, aus einem Furnierschichtholz. Das heißt, hier sind dünne Furniere, finnische Seekiefer, lagenweise verklebt. Und zwar nicht wie beim Sperrholz, wie Sie es vielleicht von da kennen, dass also die Lagen kreuzweise verklebt sind, sondern im Prinzip sind die alle in der gleichen Richtung verklebt. Es gibt zwei Querlagen, aber der Rest ist alles in der gleichen Richtung verklebt, nämlich in der Längsrichtung, wo also das Holz die guten Eigenschaften hat. Warum macht man das? Man könnte ja jetzt eigentlich theoretisch auch hier oben einfach ein Kantholz aus der Seekiefer herausschneiden mit diesen Abmessungen. Aber es ist natürlich so, dass durch dieses Zusammenkleben der einzelnen Furniere eine bessere Qualität entsteht, weil sie die Fehlstellen sozusagen aus dem Baum oder aus dem Kantholz rauskriegen, als wenn Sie eben aus dem gleichen Baum das Ding an einem Stück raussägen würden. Also das ist hier oben ein sehr hochwertiges Holzprodukt. Die USB-Platte ist ein billiger Werkstoff, der, weil wir eben, das haben wir ja schon ein bisschen gemacht, hier oben und hier unten außen spielt die Musik, wenn es um Biegung geht. In der Mitte brauche ich nur einen dünnen Steg, um die beiden Gurte zu verbinden. Und der muss natürlich kostengünstig sein und das geht am einfachsten mit so einer Platte. Das Ganze ist hier eingenutet und ich mache es kurz mal ein bisschen größer. Da kann man es vielleicht sehen, da ist so eine kleine Nut drin. Da werde ich dann gleich später noch dazu sagen, dass wir das teilweise vernachlässigen, diese Feinheit. Also wir werden dann hier sagen, das ist ein Rechteck hier oben, ein Rechteck unten und nochmal ein Rechteck, also diese Einnutung werden wir nicht immer mit berücksichtigen. Geht natürlich, ist aber aufwendig. Gut, und was macht man jetzt mit so einem Produkt? Das Ganze stellt sich als Alternative oder als Konkurrenz zum normalen Kantholz oder kleinen Brettschichtholzträger dar. Das heißt, ich kann da irgendwelche Decken- und Wandelemente draus fertigen, so wie Sie es hier in den Bildern sehen. Ah, hier sieht man nochmal ganz gut, mal wieder größer, wie das also zusammengefügt wird. Und der Rest ist hier ein bisschen Werbung, ist ganz klar. Aber da sehen Sie mal zum Beispiel so einen Deckenquerschnitt, da kommt dann eben noch eine Beplankung drauf und dann kann man das elementweise verlegen. Oder natürlich, wenn es nach der Firma geht, sollten Sie am besten das ganze Haus da draus bauen aus dieser Bauweise. Tatsächlich ist es in den USA oder in Nordamerika allgemein recht weit verbreitet, in der Tat das ganze Haus aus solchen Trägern zu bauen. Bei uns hat sich das bisher nicht so durchgesetzt, obwohl das schon eine Zeit lang am Markt ist. Liegt sicher auch vielleicht auch am Preis. Ja, es ist natürlich teurer als ein Vollholzbalken. Es hat dafür ein paar Vorteile, die auch kräftig vermarktet werden. Zum Beispiel sagt man jetzt, in der Außenwand habe ich dann mehr Dämmung pro Quadratmeter. Also durch den dünnen Steg habe ich eine geringere Durchdringung der Wärmedämmung als bei einem Vollholzbalken. Also das ist natürlich jetzt Marketing, da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Für mich ist das ja jetzt nur ein Beispiel. Es gibt 100 andere Beispiele. Ich habe das mir mal ausgesucht als Beispiel, um mit Ihnen jetzt nochmal das Thema zu üben. Wie rechnet man die statischen Eigenschaften, wenn ein Querschnitt aus mehreren verschiedenen Materialien zusammengesetzt ist? Das ist eigentlich die Aufgabe heute. Und wir werden das an einem konkreten, einer konkreten Geometrie machen, und zwar an dieser hier. Also das ist dann ein bestimmter Typ. Mit FJI ist die Modellbezeichnung oder der Firmenbezeichnung. 45 ist die Breite und wir nehmen dann
Das habe ich eben auch als Muster dann in meiner Mustersammlung, den mit 220 mm Höhe. Gibt es also in verschiedenen Größen, das können Sie hier ganz gut sehen. Und jetzt ist es so, damit Sie so ein Produkt verkaufen können, müssen Sie dem Anwender heutzutage, dem Planer, der Planer ist jetzt erstmal der Anwender, nicht die verarbeitende Firma, dem Planer sehr gute Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Anders ausgedrückt, ein Architekt, ein Statiker wird dieses Produkt nicht in seine Planung einbeziehen, wenn es für ihn sehr aufwendig ist zu planen, sehr umständlich, es wenig Unterlagen gibt und so weiter. Also der Trick ist, heute natürlich über Software, früher über Kataloge und so weiter, den Planer das schmackhaft zu machen und dem das mundgerecht aufzubereiten, sodass er das Produkt verwenden kann und wenig Planungsaufwand damit hat. Am einfachsten heute natürlich über eine Software. Also das, was Sie jetzt mühsam von Hand machen, das kann man natürlich auch programmieren. Und Details vorgeben und so weiter und so fort. Das ist heutzutage notwendig. Dazu gehören dann auch solche Tabellen, wo ich also jetzt nachschauen kann für meinen Typ hier. Hier ist mein Typ. Da kann ich jetzt schon gewisse Kennwerte ablesen. Brauche ich nicht mehr theoretisch nicht mehr selber rechnen. Also zum Beispiel bestimmte Flächen. Das ist die Fläche vom Flansch, die Fläche vom Steg. Den Trägheitsradius brauchen wir nicht, den braucht man nur fürs Knicken oder das Gewicht pro Meter zum Beispiel. Oder hier geht es weiter mit solchen Kennwerten. Was habe ich hier? Da habe ich charakteristische Festigkeiten der Gurte, also von dem Furnierschichtholz, eine Festigkeit, ein E-Modul, den werden wir brauchen. Sie erinnern sich, der E-Modul ist die Kenngröße für unseren zusammengesetzten Querschnitt. Oder hier dann für die USB-Platte, da werden wir auch wieder den E-Modul brauchen. Also diese beiden Zahlenwerte hier, da sehen Sie schon mal, woher die dann kommen, gehen dann in unsere Berechnungen ein. Das sind jetzt Details, die wir jetzt nicht weiter betrachten müssen. Was wir dann uns auch noch anschauen werden, die Unterlagen, die ich Ihnen jetzt hier zeige, die haben Sie nicht, die kann man sich aus dem Internet runterladen, brauchen Sie aber auch nicht. Das ist wirklich nur ein Beispiel, also Sie müssen in der Prüfung jetzt nicht diesen Träger irgendwie kennen und berechnen können. Also jetzt hier haben wir nochmal so eine Tabelle, da ist jetzt unser Typ aber gar nicht drin, wo man dann eine Momententragfähigkeit ablesen kann. Also wie viel Biegemoment hält der Querschnitt aus? Wie ist die Biegesteifigkeit? Das ist das Produkt aus E mal I und so weiter. Ja? Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Und dann geht es halt bis dahin, dass ich quasi jetzt hier direkt irgendwie ablesen kann, was so die maximale Spannweite ist, die ich in einer bestimmten Konstellation erreichen kann. Gut, ich will jetzt nicht den ganzen, das ist ungefähr die Hälfte von diesem Katalog, will ich jetzt nicht alles im Detail durchgehen. Was ich Ihnen noch ganz kurz zeigen will, ist, dass die jetzt auch, also das war jetzt nicht so gedacht, dass man natürlich, wie gesagt, das Marketing hier an vorderster Front steht, wenn Sie so ein Produkt gegen die Konkurrenz am Markt behaupten wollen. Und was die jetzt hier mal gemacht haben, ist, auf einer Webseite, die so ein bisschen interaktiv ist, kann man sagen, ich will jetzt mal vergleichen, ich kann hier einen Stahlträger wählen, das ist ein Stahlträger, das können Sie aufklappen, da gibt es alle möglichen Stahlträger, so sieht der aus. Der hat eine bestimmte Biegesteifigkeit, ein bestimmtes maximales Moment, was der aufnehmen kann. Das ist hier der Stahlquerschnitt. Und jetzt sagen Sie, schau her, das, was der Stahlquerschnitt kann, das kann unser Balken mit den und den Abmessungen. Das sieht man aber auch, dass ich natürlich mit einem 100er Stahlträger, der ist 100 mm hoch, um den zu ersetzen, gleich 300 mm Bauhöhe brauche. Wenn ich es optimiere auf die niedrigste Höhe, das ist der mit niedrigstem Gewicht, dann komme ich mit reicht wenigstens mal 200 mm Bauhöhe. Das heißt, wenn ich wenig Bauhöhe habe, komme ich nicht um den Stahlträger drumherum letztendlich. Ja. Aber es ist natürlich nicht nur die Bauhöhe ein Kriterium, sondern eben auch die Wärmedämmung und natürlich der Preis und ob das ein Holzhaus ist und so weiter. Also man versucht hier einfach zu zeigen, das Produkt kann so viel wie so ein Stahlträger, wenn man es in der richtigen Dimension verwendet. Gut, also so viel mal vorweg. Ich glaube, jetzt sind Sie ganz gut informiert, um was es jetzt geht letztendlich. Jetzt schauen wir mal ins Skriptum. Da haben wir also auf der Seite B77, da geht es weiter, Auszüge aus diesen Unterlagen. Diese Auszüge stammen noch aus einer älteren Version von diesem Katalog. Das schaut jetzt grafisch teilweise ein bisschen anders aus, ist aber inhaltsgleich. Also wie gesagt, wir verwenden hier den Typ 45x220.
Und für diesen Typ 45 mal 220, da haben wir hier diese Kennzahlen, die ich vorhin auch schon gelb gemacht habe. Das haben Sie dann jetzt eben für die Rechnung. Und wir haben hier heißt es noch A1, A2. In den neueren Unterlagen heißt es AF, AW. Also die Gurtfläche, die Stegfläche und den Schwerpunktsabstand. Das ist jetzt auch eine wichtige Kenngröße. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dann hier unsere beiden E-Moduli. Auch die finden Sie jetzt hier nochmal rauskopiert für die beiden Materialien. Und hier so eine Tabelle mit der Querschnittstragfähigkeit. Nur mal als Idee. Gut, jetzt legen wir los. Im Prinzip tun wir jetzt so, wie wenn wir diese fertigen Kennwerte nicht zur Verfügung haben. Jetzt sagen Sie, das brauche ich ja nicht ausrechnen, wenn ich im Katalog nachschauen kann. Naja, zwei Überlegungen. Erstens gibt es vielleicht nicht immer den Katalog und zweitens, noch wichtiger, wer hat denn die Werte in dem Katalog eigentlich ausgerechnet? Irgendeiner. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es ein Absolvent aus Rosenheim war, weiß es aber nicht, hat ja mal diese Werte ermitteln müssen. Das heißt, man erwartet von einem Ingenieur in der Praxis schon, dass er sowas selber ermitteln kann, damit dann die Firma so einen Katalog erstellen kann. Es ist nicht damit getan, dass sie einfach sagen, ich will alles nachgucken können. Gut, also, wie gehen wir vor? Ich hatte es vorhin schon angedeutet, wir teilen unseren Querschnitt, den wir ausrechnen wollen, in Teilflächen ein. Wir nehmen hier drei Teilflächen und teilweise werden wir hier dann eine Vereinfachung treffen. Ich habe schon erklärt, dass wir diese kleine Nut weglassen. Das erkläre ich aber gleich nochmal etwas genauer. Und was ich jetzt hier als Abmessung noch brauche, zusätzlich zu dem, was uns der Katalog schon angibt, ist diese Höhe, die dann letztendlich für die Fläche 2 relevant ist. Wenn Sie also von der Gesamthöhe 2 mal 39 abziehen, dann sind Sie bei 142 mm. So, kurze Auffrischung. Wir wollen ein Trägheitsmoment berechnen. Wir brauchen erstmal einen Vergleichs-E-Modul. Den wählen wir uns, EV. Da suchen wir uns eins der beiden Materialien aus. Sie könnten das auswürfeln. Am besten, wir machen das jetzt so, wie ich das hier gelöst habe, alle, und nehmen das Material der Gurte. Also Material 1 und 2 ist es im Prinzip, als Vergleichsmaterial, den hohen E-Modul. Dann hat der Querschnitt 1 und der Querschnitt 2, der Querschnitt 1 und 3 haben jeweils den N-Wert 1, weil die haben ja diesen Vergleichs-E-Modul. Und der N-Wert, das ist diese Relation vom E-Modul der OSB-Platte zum Vergleichs-E-Modul, ist jetzt 3000, haben wir vorhin gesehen, OSB, durch 13.800 gibt als N-Wert 0,2174. Machen wir es mal auf vier Stellen nach dem Komma. Also heißt, der E-Modul von der USB-Platte ist 22% vom E-Modul der Gurte. Also schon ein großer Unterschied zwischen den Materialien. Das ist mal das Erste. Wir könnten gleich, machen wir das doch mal, hier anfangen, unsere Tabelle zu füllen. Ist so aufgebaut, dass wir hier eben drei Zeilen haben und eine Summenzeile. Ist Ihnen jetzt inzwischen schon geläufig. Und was können wir schon machen? Wir können das N eintragen für Querschnitte, die ich gerade schon oben aufgeschrieben habe. So, das brauchen wir natürlich nicht aufaddieren. Also wir müssen bestimmte Spalten nicht unbedingt aufaddieren hier in dem Beispiel. Können wir schon mal streichen. Was brauchen wir als nächstes? Diese Tabelle, wie Sie es hier sehen, die Spalten, das sind also, was Sie hier wiederfinden, die Eigenträgheitsmomente der einzelnen Teile und die Steiner-Anteile. Daraus setzt sich ja dann letztendlich unser Ergebnis, nämlich das IY, das suchen wir. Das habe ich vergessen zu sagen. Wir suchen ein IY, kein IZ, zusammen. Wenn ich mal kurz die Achsen da einzeichne, das ist vielleicht auch nicht verkehrt, dann ist es natürlich so, dass wir hier eine Doppelsymmetrie haben. Also Schwerpunkt brauchen wir nicht berechnen. Y- und Z-Achse sind klar. Und ich glaube, es ist auch klar, dass dieser Querschnitt für Biegung um die Y-Achse optimiert ist, also für Last von oben.
Der Querschnitt ist relativ schlecht, wenn Sie um 90 Grad drehen würden oder seitlich belasten. Das geht natürlich genauso. Da ist der relativ schlecht. Das ist wie bei allen I-Trägern, die sind für eine Biegerichtung optimiert, nicht für die andere. Und die rechnen wir aus, diese optimierte. Gut, wir brauchen jetzt einerseits die Flächen, andererseits die Eigenträgheitsmomente. Und für die Eigenträgheitsmomente ist hier oben noch schön Platz. Das schreiben wir am besten hier oben mit rein. Also ich brauche ein IY1 und das entspricht hier genau dem IY3. Und da machen wir jetzt unsere kleine Näherung. Ist ungefähr, Näherung heißt, wir ziehen diese Nut nicht ab, sondern wir tun so, wie wenn die Flächen 1 und 3 Rechtecke sind, mit 45 Breite und 39 Höhe. Die 39 werden dann hoch 3 genommen, alles in Millimetern. Und das sind dann 222.446 mm hoch 4. Eigenträgheitsmomente, Flächen 1 und 3, und zwar nur geometrisch. Da steckt das Material noch nicht drin. Das ist jetzt erstmal rein die Geometrie. Entsprechend Fläche 2. Auch hier machen wir die Näherung. Genauso wie oben. Also wir schneiden die Fläche 2 Unterkante und Oberkante Gurt ab. Worin besteht jetzt eigentlich unsere Näherung? Wir haben ja alles Material berücksichtigt. Die Näherung besteht eben darin, dass wir gerade vernachlässigen, dass ein kleiner Bereich, den wir jetzt momentan in der Fläche 1 und 3 erfasst haben, in Wirklichkeit zum Material 2 gehört. Und das bedeutet, wir überschätzen das Ergebnis ein klein wenig. Wir rechnen jetzt gerade so, wie wenn auch diese Fläche in der Nut das gute Material wäre und nicht das schlechte. Aber diese Näherung, können Sie sich vielleicht vorstellen, ist jetzt hier wirklich relativ harmlos. Gut, also wir brauchen die Stegdicke mal diese rechnerische Steghöhe hoch 3, 12, also Rechteckformel fürs Trägheitsmoment, das habe ich jetzt gar nicht mehr groß erwähnt, Breite mal Höhe hoch 3, 12, das sollte inzwischen irgendwie auch bei Ihnen schon so auswendig vorhanden sein. Und das ist dann eine große Zahl, 2.386.073. Millimeter hoch 4. Das sind jetzt die beiden Eigenträgheitsmomente, rein geometrisch. Gut. Und jetzt können wir, das machen wir jetzt direkt, diese Werte direkt in die Tabelle übernehmen. Zumindest bei Material 1 und 3 können wir die Werte abschreiben. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe da auf, ich mache mir die Zehnerpotenzen ein bisschen anders. Also ich habe das hier jetzt so reingeschrieben, dass wir alles gleich mit 10 hoch 6 belegen. Also diese Zahl hier oben. Ich mache jetzt mal eine Linie, die Sie nicht machen, sonst wird das bei Ihnen zu unübersichtlich. Diese Geschichte wandert hier rein. Und ich schreibe es halt, ich runde auf 3 Stellen und schreibe es mit 10 hoch 6. Natürlich genauso hier unten rein. Das ist dieselbe Zahl. 0,222 mal 10 hoch 6. Warum kann ich die einfach abschreiben, weil mein N-Wert für diese Schichten 1 ist. Hier oben steht da drin, ich soll N mal IY ausrechnen, also 1 mal diesen Wert. In der Fläche 2 geht das natürlich nicht so einfach, das heißt, ich muss jetzt hier diese 2.386.000 mal N2 rechnen, mal 0,2174, können Sie im Taschenrechner mal nachprüfen, 0,519 mal 10 hoch 6. Also die sehr hohe Zahl, die rein aus der Geometrie kommt, wird dann eben durch den Faktor 0,2174 gleich ein Stück kleiner, rutscht also näher an die beiden anderen Zahlen heran. Und das können wir jetzt auch gleich aufaddieren, diese drei Werte. Dann sind wir bei 0,963 mal 10 hoch 6. Und die Einheit wäre Millimeter hoch 4. Das sind jetzt die Eigenträgheitsmomente unter Berücksichtigung des unterschiedlichen E-Moduls. Und jetzt fehlen noch die Steineranteile. Nochmal kurz zur Wiederholung. In den Steineranteilen steckt jetzt von der Logik her letztendlich drin, wie diese drei Flächen 1, 2 und 3 zueinander stehen, wie die zueinander aufgebaut sind. Also die Summe der Eigenträgheitsmomente wäre auch genau gleich, wenn Sie, da fällt mir jetzt keine, wenn Sie die drei Flächen nebeneinander anordnen würden. Ich möchte es jetzt gar nicht aufzeichnen, weil es ein bisschen komisch ist, aber da spielt die Anordnung keine Rolle. Erst durch die Steineranteile kommt praktisch die Position zum Schwerpunkt mit rein und
Das geht so, indem ich rechne n mal a mal zi². Quadrat. Jetzt fangen wir hier ganz links an. Wir brauchen die einzelnen Flächen. Und jetzt könnte ich natürlich mit meiner Näherung hier sagen, a1 ist wieder 45 mal 39. Aber ich greife jetzt da, wo ich es kann, auf den genaueren Wert zurück. Das bedeutet, ich nehme jetzt hier die Fläche a1 und die Fläche a2. Und ich habe das mal überprüft. Die hat jetzt der Hersteller exakt bestimmt, also unter Berücksichtigung der Nut. Also wir machen jetzt ein bisschen eine Mischung bei den Eigenträgheitsmomenten, weil wir es da nicht genauer machen können, fehlen uns die Angaben über die Nut. Gehen wir von Rechtecken aus und da, wo der Hersteller uns Werte gibt, machen wir es genauer, sodass wir also am Schluss ein einigermaßen genaues Ergebnis haben. Also diese drei Zahlen kommen jetzt aus der vorigen Seite, vielleicht machen Sie sich da selber eine kleine Notiz hin, weil Sie später vielleicht dann nicht mehr wissen, wo sind die plötzlich her, aus der Herstellertabelle. Fläche 1, Fläche 2 und die dritte ist halt wieder 1. Genauso machen wir es mit dem Z-Wert. Der Z-Wert ist der Abstand, fangen wir mit der Fläche 2 an, der Abstand Schwerpunkt Fläche 2 zum Gesamtschwerpunkt. Ich glaube, das ist klar, dass das 0 ist. Fläche 2 liegt im Zentrum gleich mit dem Gesamtkoordinatensystem. Für die Flächen 1 und 3 gibt uns der Hersteller wieder einen genauen Wert, und zwar, der hat das mit CAD ermittelt, da geht es natürlich sehr gut, der hat hier diese 9,147 Schwerpunktsabstand der Fläche 1, A1 nennt er das. Ja, die sind wirklich auch genau ermittelt unter Berücksichtigung der Nut und so weiter und so fort, dass wir also wirklich die Steineranteile exakt rechnen können. Das heißt, hier kommt dieser Wert mit Minus rein, und zwar in Millimeter, drum jetzt 91,47 und hier mit plus 91,47. So, und die letzte Spalte, die uns jetzt noch fehlt, die können Sie einfach durch Multiplikation der ersten drei Spalten rauskriegen. Also 1629 mal minus 91,47, aber im Quadrat, deshalb kommt was Positives raus, nämlich 13,629. Mal 10 hoch 6, für die Fläche 3 natürlich genau das Gleiche und für die Fläche 2 natürlich 0, weil ja Z 0 ist. Und damit können wir auch die Steineranteile aufsummieren, 27,258 mal 10 hoch 6. Gut, und jetzt sehen Sie, dass die Steineranteile viel, viel mehr ausmachen als die Eigenträgheitsmomente. Ja, die sind Größenordnungen größer, weil eben die Steifigkeit gerade dadurch zustande kommt, dass diese Gürtel so weit auseinandergehalten werden, dass die einen großen Abstand zum Schwerpunkt haben und der steckt einfach nur im Steineranteil drin. Das bedeutet aber auch, wenn wir hier bei unseren Eigenträgheitsmomenten mit unseren Rechtecken so einen kleinen Fehler gemacht haben, vielleicht in der dritten Nachkommastelle, verschwindet der jetzt bei der Addition dieser beiden Zahlen quasi in der fünften Nachkommastelle, also oder fünften geltenden Ziffer. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also, das heißt, Ergebnis lautet jetzt iy ideell. Das ist nochmal wichtig hier, Sie erinnern sich, sobald wir mit n arbeiten, mit dem E-Modul-Verhältnis, sind die Werte, kriegen die einen Zusatz ideell. Was im Prinzip heißt, Achtung, dieser Wert hängt zahlenmäßig davon ab, welchen Vergleichs-E-Modul man genommen hat. Das heißt, werden Sie selber bei Übungsaufgaben vielleicht feststellen, wenn Sie jetzt hier bei der Lösung sich für 3000 als Vergleichsmaterial entschieden hätten, wäre das absolut okay, aber Sie kriegen komplett andere Zahlen raus, sind aber trotzdem richtig. Ja? Und das sagt uns dieser Zusatz ideell. Also wir addieren 27,258 mal 10 hoch 6 und die Eigenträgheitsmomente 0,963 mal 10 hoch 6 und das gibt dann letztendlich 28,221. Ich meine, da bräuchte man es gar nicht so genau machen, könnte man auch hinten ein paar Stellen weglassen, mal 10 hoch 6 und die Einheit ist, kriege ich nicht mehr hin, Millimeter hoch 4. Das wäre jetzt das erste Ergebnis. Allerdings, so wie ich Ihnen gerade schon erklärt habe, ist dieser Zahlenwert halt irgendwie nicht objektiv, sondern ein ideeller Wert und anderes Vergleichsmaterial gibt was anderes.
Wie mache ich jetzt daraus ein objektives Ergebnis, also was wirklich eine physikalische Bedeutung hat? Das geht dadurch, dass ich eben nicht auf das Trägheitsmoment abziele, sondern auf die Biegesteifigkeit. Wenn ich den Vergleichs-E-Modul, den ich gewählt habe, mit dem ideellen Trägheitsmoment multipliziere, das funktioniert aber nur, wenn ich den Vergleichs-E-Modul nehme, dann kommt die Biegesteifigkeit raus, und zwar unabhängig davon, was man am Anfang für ein Vergleichs-E-Modul sich ausgesucht hat. Kommt immer dieselbe Zahl raus, wenn man es richtig macht, und diese Zahl ist objektiv. Und die sagt uns eben aus, wie leicht oder schwer lässt sich der Balken verbiegen. Also E-Modul, Vergleichs-E-Modul, 13.800, mal die 28,221 mal 10 hoch 6 mm hoch 4, gibt eine Biegesteifigkeit von 0,389 mal 10 hoch 12. Und die Einheit ist Newton Quadratmillimeter von der Biegesteifigkeit. Okay. Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie das jetzt für, ich weiß es nicht, wie viel es gibt, aber ich sage jetzt einfach mal 30, 40, 50 verschiedene Typen dieses Balkens machen sollen, dass sich es dann irgendwann rentiert, das zu programmieren in Excel, damit man das nicht im Taschenrechner rechnen muss. Aber wir machen das jetzt nur für einen. So, und wir wollen es gerne kontrollieren. Und tatsächlich habe ich diesen Wert nicht in diesen Produktunterlagen direkt gefunden, aber ich habe dann ein bisschen recherchiert. Für solche Produkte gibt es eine Zulassung. Das sind keine genormten Produkte, also es gibt keine Norm für diese kombinierten Holzträger. Die Produkte müssen aber irgendwo baurechtlich einen Nachweis haben und der steckt in Zulassungen. Es gibt europäische Zulassungen, so wie hier, es gibt aber auch nationale. Und in der europäischen Zulassung dieses Produkts, hat diese Nummer, da steht jetzt tatsächlich die Biegesteifigkeit drin. Ja, das verbirgt sich hinter diesem Begriff. In der Einheit Newton pro Quadratmillimeter mal 10 hoch 12. Und hier findet man dann eben auch unseren Typ. Und das ist die Zahl. Was wir jetzt also feststellen ist, wir haben 0,389 rausgekriegt, hier stehen 0,393. Und man könnte jetzt sagen, ach, das wird unsere kleine Näherung sein, die mit den Rechtecken zu tun hat. Das ist jetzt in dem Fall nicht die Ursache, und zwar kann ich das deshalb sagen, weil diese Zahl größer ist als das, was wir rausgekriegt haben. Ich hatte Ihnen vorher erklärt, unsere Näherung mit den Rechtecken heißt, die Steineranteile haben wir ja genau gemacht, die Näherung mit den Rechtecken heißt, wir haben in der Nut das bessere Material angesetzt, als wirklich vorhanden ist. Das heißt, wir kriegen von der Logik her hier einen etwas zu großen Wert raus für die Biegesteifigkeit, aber vermutlich verschwindet dieser kleine Effekt schon in der Rundung auf die dritte Nachkommastelle. Das heißt, dass wir hier um ungefähr 1%, glaube ich, wird das ungefähr sein, weniger rauskriegen als der tabellierte Wert, liegt nicht an unserer Näherung, der muss an was anderem liegen. Ursachen können zum Beispiel sein Rundungsungenauigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, die Firma hat hier genauer mit mehr Nachkommastellen gerechnet, wobei die Abweichung für reine Rundung auch schon ein bisschen viel ist, aber ist nicht ausgeschlossen. Oder irgendwo eine andere Berechnungsmethode, was ich jetzt momentan, ich weiß es einfach nicht. Ja. Andererseits kann man ja feststellen, die Ergebnisse sind schon sehr nahe beieinander. Kommt es halt nicht exakt das Gleiche raus. So, was können wir noch machen? Und das ist der zweite Teil jetzt. Ich möchte auch noch diesen Wert nachrechnen. Und zwar Moment Capacity, also die Momententragfähigkeit. Das ist sozusagen das Grenzmoment. Dieser Querschnitt hält ein Biegemoment von maximal 8,61 kN aus. Und auch dem wollen wir mal ein bisschen auf die Schliche kommen, auf dieser Zahl. Woher kommt die und wie kann man sowas ermitteln? Aufnehmbares Biegemoment. Dazu brauchen wir zunächst einmal die Festigkeiten der einzelnen Materialien. Oder zumindest mal von unserem Gurt, habe ich hier aufgeschrieben. Also das gibt uns der Hersteller jetzt wieder an. Das war auch vorher mal in den Unterlagen sichtbar, ich blätter jetzt nicht immer hin und her, dass dieses Furnierschichtholz 38,4
Newton pro Quadratmillimeter Biegefestigkeit hat. FMK, das lernen wir dann im sechsten Semester noch viel ausführlicher, ist die Festigkeit. M steht für Biegung, K ist charakteristisch. Nur jetzt mal, vielleicht haben Sie es beim Herrn Grohmann auch schon gehört. Und der Wert ist sehr, sehr hoch für so ein Holz, auch wenn es ein Furnier ist. Also das ist wirklich ein sehr hoher Festigkeitswert für die Biegefestigkeit. Gleichzeitig gibt es aber auch ein Limit für die Spannung in der Mitte. Das ist die zentrische Zug- und Druckfestigkeit dieses Materials. Und die liegt bei 28,0. Der Wert ist auch hoch in Relation zu anderen, also zu Nadelholz generell. Allerdings im Vergleich zur Biegefestigkeit geringer. Also das liest sich jetzt so, am Rand darf die Spannung 38,4 erreichen. Im Zentrum des Querschnitts, und gemeint ist jetzt hier der Gurtquerschnitt, nicht der gesamte Balkenquerschnitt, im Zentrum des Gurtes darf sie höchstens 28 sein. Also wir haben zwei Kriterien, einmal die Randspannung im Gurt und einmal die mittlere Spannung im Gurt, die letztendlich maßgebend sein können. Also man weiß jetzt nicht, was ist denn das kritischere, was ist das strengere Kriterium, man muss beides ausprobieren. Es gibt sogar noch ein drittes Kriterium, das ist hier in der Zeichnung alles drin, die Randspannung im Steg. Das heißt, auch der Werkstoff OSB hat so eine Biegefestigkeit für die Beanspruchung hochkant hier als Biegeträger und die darf an diesem Punkt nicht überschritten sein. Die ist aber kleiner. Also was Sie hier sehen, ist der Spannungsverlauf, der sich ergibt. Wir haben hier den typischen Sprung, wenn sich das Material ändert. Und auch das wäre ein drittes Kriterium, nur das wird hier nicht maßgebend. Deshalb brauchen wir uns damit momentan noch nicht weiter beschäftigen. Kriterium Randspannung im Gurt. Wir kennen eine Formel, wie man eine Biegespannung in einem zusammengesetzten Querschnitt rechnet. Wir können rechnen M durch I mal Z, das ist M durch I mal Z. Z ist die halbe Höhe des Balkens, ja, H halbe, von der Mitte bis zum Rand. Und weil es ein zusammengesetzter Querschnitt ist, müssen wir davor den N-Wert schreiben, vor diese Formel, und zwar den N-Wert von dem Material, das an der Stelle vorhanden ist. Das ist bei uns das Material 1. Und wir drehen jetzt diese Formel um, das heißt, wir sagen, diese Spannung darf nicht größer sein als die Biegefestigkeit, das ist eine Ungleichung. Und welche Größe wollen wir ausrechnen? Wir wollen das zugehörige Moment ausrechnen, das also zu diesem Grenzzustand gehört. Das heißt, wir lösen diese Formel einfach nach m auf. Wenn ich es ganz genau mache, dann kommt dann natürlich auch eine Ungleichung dann dabei raus, nämlich das maximale Moment darf nicht größer werden als 2 mal die Festigkeit durch n1 mal h und das Ganze mal iy. So, das wissen wir alles, die Zahlen wissen wir alle, können wir einsetzen. Also 2 mal 38,4 Newton pro Quadratmillimeter geteilt durch n1 ist 1 und die Höhe des gesamten Querschnitts ist 220 mm. Und das Ganze sollen wir mit dem ideellen Trägheitsmoment multiplizieren, 28,221 mal 10 hoch 6 mm hoch 4. An der Stelle nochmal die Überlegung, wir rechnen jetzt gerade eine objektive Größe aus, das heißt, der n-Wert muss sich irgendwo in meiner Überlegung rauskürzen, also der Vergleichs-E-Modul, den ich am Anfang gewählt habe, und das tut er, indem hier, der steckt einmal hier drin in den 28,21 und einmal steht er nochmal im Nenner und dadurch würde sich, wenn Sie jetzt mit einem anderen Vergleichs-E-Modul gerechnet haben, steht hier eine andere Zahl, steht hier eine andere Zahl, das Ergebnis würde sich aber gleich darstellen, nämlich 9,85 mal 10 hoch 6. Die Einheiten müssten sein Newton Millimeter. Probieren wir es mal nach. Was kommt da an Einheit raus? Wir haben Newton, ist klar. Hier steht im Bruch steht 1 durch Millimeter hoch 3 mal Millimeter hoch 4, passt. Oder ich kann das hinschreiben als 9,85 Kilonewtonmeter. Wenn wir diesen Wert jetzt vergleichen mit, müssen wir leider doch zurückblättern, mit den 8,61 von der Tabelle, dann würden wir sagen, na, das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr auf Rundung zurückzuführen, da hat sich irgendeiner verrechnet. Haben wir aber nicht, wir haben schon richtig gerechnet. Wir haben ja gerade mal das erste Kriterium betrachtet, nämlich das Kriterium der Randspannung. Das heißt, wenn ich nur die Randspannung betrachte, mit der hohen Biegefestigkeit von dem Furnierschichtholz, dann könnte der Balken
mit einem Biegemoment 9,85 belastet werden. Jetzt kommt das zweite Kriterium, das ist diese mittlere Spannung im Gurt. Die heißt also, wenn ich mir den Gurt als Balken vorstelle, wie den Obergurt bei einem Fachwerk, dann darf der in seiner Achse nicht mehr als die Zugfestigkeit des Werkstoffs erreichen. Also das ist eben der Unterschied zwischen einer Biegefestigkeit von Holz und einer zentrischen Zugfestigkeit. Die heißt jetzt FT0K, kompliziert, kommt wieder im sechsten Semester erst genauer. T steht für Zug, 0 für parallel zur Faser. Ist jetzt momentan nicht wichtig, müssen Sie nicht lernen. Ich wollte hier nur schon mal die richtigen Bezeichnungen verwenden, die man halt später dann auch verwendet. Gut, wir machen das gleiche wie oben. Wir rechnen die Spannung im Querschnitt 1 in der Mitte aus. Das heißt, wir brauchen als Vorfaktor den N-Wert des Materials 1 und rechnen M durch I mal Z. Und in dem Fall ist Z jetzt nicht H halbe, weil wir nicht bis zum Rand hoch wollen, sondern Z ist genau dieser Abstand, den wir beim Steineranteil schon verwendet haben. Das, was uns der Hersteller angegeben hat mit diesen 9,147 cm. Und das muss dann kleiner sein als die zentrische Zugfestigkeit. Wir stellen die Formel wieder um nach M. Wir haben eigentlich wieder eine Ungleichung, wenn wir es ganz genau nehmen, und können die Zahlen wieder einsetzen. Also die zentrische Zugfestigkeit ist 28,0 Newton pro Quadratmillimeter geteilt durch 1 und durch diesen Abstand in Millimetern jetzt, damit die Einheiten passen, 41,47 Millimeter. Und das Ganze mal, genauso wie oben, 28,221 mal 10 hoch 6 Millimeter hoch 4. Also die Formel, mit der man normalerweise die Spannung ausrechnet, setzt man im Prinzip gleich der Festigkeit, das ist dann der Grenzfall, und löst nach dem Moment auf, dann kriegt man quasi das zulässige Moment, sodass dieses Kriterium gerade noch erfüllt ist. Und da kommt jetzt raus 8,64 mal 10 hoch 6 Newton Millimeter beziehungsweise 8,64 Kilo Newton Meter. Das heißt, jetzt erkennt man, das ist maßgebend. Das ist das strengere Kriterium, weil ich schon bei dem Moment von 8,64 die Grenze für die mittlere Spannung erreiche. Das heißt, ich kann die Randspannung des Gurtes, was das Material eigentlich hergeben würde, gar nicht ausnutzen, weil ich vorher dieses Kriterium erreiche. Das ist maßgebend. Und jetzt nochmal der Vergleich. Wir haben ausgerechnet 8,64, die haben ausgerechnet 8,61. Also auch hier wieder irgendwie so eine ganz geringe Abweichung. In dem Fall ist es weniger als ein halbes Prozent. Auch hier vermute ich wieder irgendwie Rundungen. Wir haben also jetzt keinen Fehler gemacht, aber man hat natürlich irgendwo vielleicht mal eine Rundung schon drin, die sich auswirken kann. Gut. Jetzt steht hier nochmal der Satz drunter. Prinzipiell könnte auch die maximale Biegespannung im Steg maßgebend sein. Ich habe das für mich selber gerechnet. Ich habe es überprüft. Ist nicht der Fall. Kommt also ein größerer Wert raus. Und das wäre die gleiche Rechnung, wie wir jetzt gemacht haben, ein drittes Mal. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Also, das war jetzt so ein abschließendes Beispiel zu dem Thema zusammengesetzte Querschnitte mit starrem Verbund. Und da kommen später dann auch noch Übungsbeispiele, also Übungsblatt dazu. Aber das mehr lernen wir jetzt dazu nicht. Also wir lernen schon noch mehr, aber nicht zu diesem Thema, sondern zu einem anderen Thema. Was wir jetzt hier noch haben, ist aber ein kleineres Kapitel, Querschnitte ohne Verbund. Also Abschnitt gerade eben war, oder Beispiel gerade eben, da sind wir davon ausgegangen, unsere drei Teile sind miteinander verklebt. Sind sie natürlich auch. Und diese Verklebung reagiert starr, sodass die sich also auch bei Belastung nicht gegeneinander verschieben können. Der andere Grenzfall ist, und das ist jetzt dieses Bild hier, dass ich zwei oder auch mehrere Schichten, drei Schichten, nur lose aufeinander lege. Wenn ich die dann belaste, biegen sie sich gleich durch, stellen sich die zwei Bretter vor, die sie über einen Bach legen und sich draufstellen. Aber die Fugen können gleiten. Also hier ist auch keine Reibung, hier ist kein Leim. Die können rutschen. Und was passiert dann an den Auflagern? Sehen wir so einen kleinen Versatz, der hier stark überzeichnet, also zu groß dargestellt ist.
Dann passiert was ganz anderes als das, was wir gerade berechnet haben. Also es ist eine komplett andere Schublade. Sie müssen also bei solchen Aufgaben erstmal ganz strikt trennen, was steht denn in der Angabe? Sind meine Teile starr verbunden, verklebt, verleimt, verschweißt im Stahlbau? Wäre das das Schweißen? Oder sind die lose? Wir kommen dann gleich noch zu der dritten Variante. Gibt es noch ein Mittelding zwischen starr und ohne Verbund. Aber jetzt erstmal dieser Grenzfall noch, der zweite Grenzfall. Wir schauen uns mal unser Beispiel an, das wir im letzten Video benutzt haben, um in das Thema reinzukommen. Da hatten wir gesagt, wir haben zwei Lamellen, Buche HDF, 200 mm breit, also insgesamt 10 mm hoch. Und man könnte sich vorstellen, es wäre ein Fachboden in einem Regal, was 600 mm Schrankbreite hat. Ja, und da ist eine Streckenlast drauf. Und diese Streckenlast haben wir auch so einen üblichen Wert in diesem im Möbelbaubereich. 0,1 Newton pro Millimeter ist gleich 0,1 kN pro Meter genommen. Und das Moment, das kann ich Ihnen auch direkt angeben, das haben wir mit QL Quadrat Achtel ausgerechnet, war 4500 Newtonmillimeter. So, was ist jetzt neu? Jetzt gehen wir davon aus, dass die beiden Lamellen nicht verleimt sind. Deshalb sind hier zwei Striche und eine kleine Lücke zwischen den beiden Vierecken. Also die sind lose aufeinandergelegt. Wir erwarten natürlich, vielleicht schreiben wir das aber erstmal noch dazu hier, ist also hier, ist kein Verbund vorhanden, auch keine Reibung. Wir erwarten natürlich, dass die Tragfähigkeit oder die Steifigkeit dann auch deutlich geringer wird. Das entspricht ja unserer Erfahrung, wenn Sie die beiden Bretter lose aufeinanderlegen und über den Bach laufen, biegen die sich deutlich stärker durch, wie wenn Sie ja, die Möglichkeit hatten, die zu verleimen oder mit relativ vielen Nägeln und Schrauben vielleicht annähernd so starr zu verbinden, wie es über eine Verleimung möglich wäre. So, die Idee ist jetzt folgende, dass man, das steht im Prinzip hier oben schon als Text, ich lese ihn mal vor, in diesem Fall trägt jeder Querschnittsteil einen Teil der Last. Die Lastverteilung richtet sich nach dem Verhältnis der Biegesteifigkeiten auf Basis der Eigenträgheitsmomente. Steineanteile gibt es ebenso wenig wie einen gemeinsamen Schwerpunkt. Also es ist, wie ich gesagt habe, eine ganz andere Schublade, ein ganz anderer Rechenalgorithmus. Wir brauchen keinen Schwerpunkt ausrechnen, wir brauchen keine Steineanteile ausrechnen, sondern es geht einfach nur um die Eigenträgheitsmomente. Ja, das ist die Idee, wenn die nicht verbunden sind. Man kann jetzt auch rückwärts anders argumentieren, kann sagen, aha, dann steckt in den Steineranteilen doch genau der Effekt drin, den ich erziele dadurch, dass ich die verleime. Und genauso ist es auch. Also ohne Verleimung nur Eigenträgheitsmomente. Durch die Verleimung kommen Steineranteile dazu. Das Ding wird steifer und tragfähiger. So gesehen könnte man sagen, dieser Fall ist einfacher, den wir jetzt gerade machen, weil wir ja gar keine Steineranteile rechnen müssen. Wir gehen folgendermaßen vor. Wir haben wieder so eine Tabelle. Und schreiben erstmal den E-Modul auf. Man könnte auch hier mit diesem N-Faktor arbeiten. Ich mache das aber bewusst nicht, damit Sie wissen, aha, der N-Faktor, das ist die Geschichte mit dem Verbund. Und wenn wir keinen Verbund haben, dann rechnen wir direkt mit dem E-Modul. Brauchen wir nicht aufsummieren, den E-Modul. Die Eigenträgheitsmomente, die haben wir uns schon überlegt, beziehungsweise ich schreibe es nochmal hin, weil es ein bisschen her ist. Breite mal Dicke hoch 3 Zwölftel ist ja die Zauberformel hier, 2083. Hier auch, die Geometrie ist identisch, also sind die Eigenträgheitsmomente identisch. Addiere ich aber nicht auf, weil es ja verschiedenes Material ist. Das heißt, ich multipliziere jetzt E mal I und kriege dadurch das Produkt Biegesteifigkeit jeder einzelnen Schicht, also 12.000 mal 2083 ist 2,5 mal 10 hoch 7. Und das andere ist, oder 2,50 mal 10 hoch 7 und das andere ist 1,04 mal 10 hoch 7 und gibt dann in der Summe 3,54 mal 10 hoch 7 als Gesamtbiegesteifigkeit. Also hier sehen Sie jetzt schon, ich rechne die Biegesteifigkeit für jede einzelne Schicht, für jede Lamelle aus und die darf ich dann zur Gesamtbiegesteifigkeit addieren. Also hier habe ich direkt quasi das E mal I für die zwei lose aufeinandergelegten Bretter oder Lamellen.
Das wäre jetzt schon ein Endergebnis. Was man jetzt noch macht ist, man bildet hier sozusagen den prozentualen Anteil. Das heißt, ich beziehe jetzt die Einzelbiegesteifigkeiten auf die Summe und kriege dadurch Prozentwerte. Und das sind hier in dem Beispiel ziemlich genau 70% und 30%. Das heißt, die Bucheschicht trägt 70% zur Gesamtbiegesteifigkeit bei. Also hier bräuchte ich keinen Strich reinmachen. Sie können den Strich drin lassen, aber ist, glaube ich, klar, dass der Wert ist dann 100%. Die HDF-Schicht trägt 30% zur Gesamtbiegesteifigkeit bei. Und jetzt ist die Idee, das ist das, was oben im Text steht, dass sich zum Beispiel das Biegemoment entsprechend dieser Prozentzahlen auf die einzelnen Schichten aufteilt. Das ist die Grundidee. Bevor wir zum Biegemoment kommen, machen wir kurz die Überlegung, die zur Durchbiegung führt, und dann schauen wir uns das Biegemoment an. Also, zuerst die Durchbiegung. Diese Formel hatte ich Ihnen schon mal gezeigt im letzten Video. Das ist die Durchbiegungsformel, die zu diesem Beispiel gehört, zu einem Einfeldträger mit konstanter Last. Also ein Vorfaktor, die Last mal L hoch 4 durch. Und jetzt steht hier Summe E mal I. Das heißt, bei unserem Problem nehme ich jetzt hier diese 100% quasi, zähle beide Schichten zusammen und setze die Zahlen direkt ein. Also ich habe hier 0,1 Newton pro Millimeter mal 600 Millimeter hoch 4. Und dieser Summenwert war 3,54 mal 10 hoch 7 Newton Millimeter Quadrat. Und da kommen jetzt raus 4,77, und das müssen jetzt Millimeter sein. Und das Ganze, nochmal der Hinweis, hatte ich Ihnen im letzten Video erklärt, das sind immer, wenn wir es jetzt so mal ausrechnen, elastische Verformungen, die wir, wenn wir sie messen wollten, ganz am Anfang messen würden, direkt, wenn man die Belastung aufbringt. Mit der Zeit wird diese Verformung dann größer. Gut, ist natürlich so, 4,7 mm wären viel zu viel für so einen Fachboden, das geht also gar nicht, schon gar nicht, wenn sich der Wert sicherlich noch mal mindestens verdoppelt durch das Kriechen, also ist natürlich viel zu viel. Jetzt kommen wir zu den Spannungen. Und jetzt, wenn man Spannungen ausrechnen muss, dann macht man das eben so, wie ich es gerade schon gesagt habe. Man sagt, der Anteil am Gesamtmoment, das Gesamtmoment waren unsere 4500, ist 70%, also rechne ich 70% mal 4500 Newton-Millimeter und kriege dann das Biegemoment raus, das die Buche abtragen muss. 3150 Newton pro Newton-Millimeter natürlich. Dass das jetzt über den Anteil der Biegesteifigkeiten geht, liegt schlussendlich daran, dass sich die beiden Schichten gleich durchbiegen müssen. Also wir gehen immer davon aus, dass sich alle Schichten natürlich identisch durchbiegen, die gleiche Biegelinie hat, dann kann man das so machen. Und jetzt kann ich einfach ganz normal ausrechnen, was hat die Buche für Spannungen. Ich rechne jetzt mache ich mal M durch W. Ja, das Moment der Buche durch das Widerstandsmoment der Buche. Und zwar plus minus, weil es Biegezug, Biegedruck oben und unten ist. Also plus minus 3150 Newton Millimeter geteilt durch das Widerstandsmoment. Das hätten wir jetzt in der Nebenrechnung auch mal gleich ausrechnen können. Ich setze hier einfach die Zahlen direkt ein. Das ist die Breite des Rechtecks mal die Dicke. Das sind jetzt in dem Fall ja nur 5 mm, weil wir die einzelne Schicht betrachten zum Quadrat und das Ganze durch 6. Das ist die Formel fürs Widerstandsmoment eines Rechtecks. Und dann kommen wir raus bei 3, plus minus 3,8 Newton pro Quadratmillimeter. Das ist die Biegespannung in der Buche. Gleiche Überlegung mit HDF. Das dürfen Sie jetzt mal selber machen. Anteil am Gesamtmoment. Entweder Sie rechnen jetzt 30% von 4500 aus oder Sie nehmen die Differenz. Sie können natürlich auch sagen, was bleibt denn übrig von 4500, wenn ich das von der Buche abziehe. Das machen Sie bitte mal selbst. Und Sie dürfen gleich noch was selbst machen, dann stellen Sie am besten auf Pause. Sie dürfen gleich nochmal auch selbst ausrechnen die Spannung
im HDF, indem Sie das Moment durch das Widerstandsmoment teilen. Und das Widerstandsmoment richtet sich hier allein nach der Geometrie. Naja, kleiner Tipp, die Geometrie schaut ja genauso aus wie bei der Buche. Sollte also kein Problem sein und Sie sollten dann hier entsprechend eine Biegespannung rauskriegen für das Material HDF. Jetzt vielleicht kurz auf Pause drücken und das mal schnell in den Taschenrechner eingeben. Gut, am Schluss wollen wir es auch noch zeichnen, den Spannungsverlauf. Das wissen Sie jetzt schon. Wir wollen am Schluss eigentlich immer auf so eine zeichnerische Darstellung auch raus, fast immer. Das heißt, ich habe hier schon das vorbereitet und meine zwei Schichten. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, dass die nicht verklebt sind, habe ich hier praktisch Luft dazwischen reingemacht, die es natürlich nicht gibt. Und jetzt haben wir einfach in jeder Schicht einen reinen Biegespannungszustand. Das heißt, wir haben immer Biegezug unten, Biegedruck oben, wenn es das Moment halt positiv ist. Dann haben wir diese Verhältnisse. Ich wollte es noch ein bisschen schöner vielleicht zeichnen. Naja, so. Und zwar, das war minus 3,8 plus 3,8. Und beim HDF müssten Sie kleinere Spannungen rausgekriegt haben, zahlenmäßig. Also zeichnen wir das auch kleiner. Und das liegt eben am kleineren E-Modul. Also obwohl, das vielleicht noch zu sagen, obwohl der Momentenanteil ja auch kleiner, der E-Modul kleiner ist, der Momentenanteil ist kleiner, also kommen auch kleinere Spannungen raus. Die Festigkeit kann aber auch kleiner sein, das wollte ich sagen. Also das heißt, Sie schreiben da Ihre Zahlen hin, die sind kleiner, aber deswegen kann es trotzdem sein, dass am Schluss für die Bemessung bei HDF der Nachweis nicht klappt. Ja, wenn also die Buche 3,8 locker verkraften kann, HDF aber vielleicht nur eine zulässige Festigkeit von 1,0 hätte, dann klappt der Nachweis deshalb nicht, weil HDF diese kleinere Spannung nicht aushalten kann. Also so wie vorhin, wir müssen zwei Nachweise führen, für jedes Material getrennt und beide Nachweise müssen funktionieren, damit wir sagen können, so geht's. In dem Fall geht es halt schon mal nicht, weil die Durchbiegung zu groß war, die wir oben ausgerechnet haben, aber die Spannungen muss man halt auch anschauen. Also, kurzes Kochrezept hier als Abschluss für heute. Vorgehensweise bei Querschnitten ohne Verbund. Ganz anders als bei Querschnitten mit Verbund. Wir ermitteln die Eigenträgheitsmomente. Wir brauchen keine N-Faktoren. Das machen wir direkt mit dem E-Modul. Die Biegesteifigkeit ausrechnen, E mal I, also Eigenträgheitsmoment. Vielleicht ergänzt man hier, Eigenträgheitsmoment wäre II. Multipliziert mit dem E-Modul gibt die Biegesteifigkeit für jede Schicht, nur die Eigenanteile. Wir brauchen keine Steineranteile ausrechnen. Und dann können wir damit die Durchbiegung berechnen. Mit der Summe der Biegesteifigkeiten und letzter Schritt für jeden Einzelteil getrennt die Biegespannungen. Also wenn Sie jetzt vier verschiedene Materialien hätten, die Sie irgendwie zusammenlegen, dann müssten Sie das auch viermal die Spannungen ausrechnen. Gut, so viel für heute. Wir sind mit dem Kapitel noch nicht ganz fertig, mit dem Kapitel B, mit dem Teil B. Da kommt jetzt in der nächsten Stunde nochmal ein bisschen Theorie und dann nochmal ein abschließendes Zahlenbeispiel, wo wir also das alles nochmal wiederholen. Und dann sind wir also mit dem Teil B dann auch nach dem nächsten Video fertig. Ja, gut, das als kleiner Ausblick. Ansonsten bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Mal.